Der letzte Pass in diesem Jahr und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich hoffe, ihr hört das das starke Wehen nicht im Hintergrund, denn Wetter, ja, es ist Winter, würde ich sagen. Und ja, der letzte Pass steht zumindest so im Titel. Ist das jetzt mein letzter Pass in diesem Jahr oder ist das generell mein letzter Pass? Das weiß ich noch nicht. Aber erstmal ist es der letzte Pass in diesem Jahr. Ich habe den vorherigen Pass ja doch noch erfolgreich abschließen können, zumindest mit diesem Charakter hier und auch mit dem Rathaus 13. Allerdings musste ich dort ein paar Level gammen, denn den habe ich gar nicht mehr gespielt und den musste ich so von 1200 Punkte dann doch auf 2600 Punkte irgendwo heute Morgen noch ganz, ganz früh vorgeben, bevor das Ganze ausläuft, weil ich natürlich auch da den Golem haben wollte, also den Golem-Skin haben wollte. Nichtsdestotrotz fängt hier der neue Pass an, also die Dezember-Saison ist am Start und es gibt ja einen netten, es gibt zumindest einen netten Reward am Ende mit dem Skin, den ich euch gar nicht vorgestellt habe, aber es ist der Winterskin bzw. der Weihnachtskin für den Warden. Wir haben ja schon einen vom King und also eine schöne Ergänzung in jedem Fall dazu. Und wir werden den Pass auch spielen. Ich werde mir den Gold Pass natürlich auch holen. Kleines Problem ist, ich habe ja noch ein paar Geschenkpässe hier. Das heißt, ich glaube, wenn ich hier drauf gehe, dann seht ihr unten, dass ich, beziehungsweise seht ihr hier bei My Games, dass ich noch 5 Pässe habe. Wenn ich jetzt den Pass nehme hier und kaufe, dann, dann kaufe ich irgendwie nichts mehr, weil ich ihn schon bezahlt habe. Dann habe ich noch 4 Stück, die wollte ich ja eigentlich unter euch verlosen. Das ist ein bisschen doof, auf 4 Beinen kann man immer ganz schlecht stehen. Das heißt, unter Umständen kaufe ich einfach noch welche nach, beziehungsweise schenke vielleicht dem Avatar noch einen, sodass ich wenigstens 5 oder 6 Stück dann auch zum Verlosen habe. Alles klar. Wie das Ganze dann vonstatten geht, das werdet ihr dann sehen. Wie immer gibt es zum Saisonstart natürlich nette Specials, beziehungsweise es gibt noch die Cyber-Specials hier, die habe ich noch gar nicht gesehen, beziehungsweise doch, da haben wir, glaube ich, drüber geredet. Und es gibt natürlich die Königin 9,99 €, die habe ich mir noch nicht geholt. Ich habe noch 4 Tage 23 Stunden Zeit und bin mal gespannt, ob ich sie mir noch hole. Mal sehen, ihr werdet mich in jedem Fall sehen. Ich habe heute für ein Turnier eine Zusage gemacht, das heißt, wir werden auch wieder Livestreamen. Und da komme ich aber die Tage drauf zu sprechen. Also im laufenden Dezember wird es ein nettes Turnier geben, wo ich auch schon mal als Streamer mit dabei war. Und ich habe es ja eigentlich immer ganz gerne gemacht. Und wenn ich jetzt nicht über meinen Schatten springe, dann wird das nie mehr was. Und dann lieber jetzt als gar nicht. Sodass wir auch wieder so ein bisschen uns auf der Live-Bühne bewegen. Okay, dann hole ich mir jetzt mal den Pass und ihr werdet sehen, ja, ich muss natürlich jetzt nichts mehr Touch-ID oder was auch immer. Ich kann ihn, glaube ich, jetzt einfach so beziehen. Ihr seht das Get, der kostet halt nichts mehr, weil ich ihn schon bezahlt habe. Falls ihr den Pass noch nicht habt, beziehungsweise falls ihr euch den Pass kaufen wollt und wollt einen Creator unterstützen, müsst ihr das, glaube ich, hier jetzt eingeben. Warum kann ich das eigentlich hier gar nicht eingeben? Get Gold Pass, normalerweise kann ich das hier irgendwo auch noch mal eingeben, geht aber gar nicht. Das heißt, ich muss das irgendwo in den Settings jetzt machen. Unter More Settings könnt ihr natürlich euren Creator eurer Wahl unterstützen. Also ich trage hier immer meistens keinen ein, weil ich es meistens vergesse. Vielleicht tragen wir doch einen ein, weiß ich nicht. Wir nehmen mal den Noobs. Obwohl, hat er da jetzt was von? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, ob er jetzt von meinem Kauf auch wirklich was hat, weil das ist ja ein Kauf, den habe ich schon gemacht. Also ist ja kein aktiver Kauf, das weiß ich gar nicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob der Content Creator da denn tatsächlich jetzt was von hat oder ob er da gar nichts mehr von hat, weil ich habe ja schon bezahlt. Und das Ganze jetzt nicht aktiv mache. Also nehmen wir erstmal Goldpass. Ich habe noch 5 Stück available, okay. Und jetzt muss man nichts Touch-ID und sonstiges, sondern er ist einfach jetzt aktiv. Ist natürlich was anderes, als dass man ihn kauft. Aber ich kann euch nur empfehlen, falls ihr euch den Pass jeden Monat kauft, dass ihr vielleicht auch dieses 3-Monats-Angebot in Anspruch nehmt. Denn dort spart ihr ein paar Euro. Und ich glaube, wenn ich die Pässe verlosen muss, dann muss ich, glaube ich, die Leute hier bei mir in der Friends-List haben. Und ich gucke mal. Der Avatar ist ja im Moment offline, aber ich kann dem Avatar gleich so einen Pass
gönnen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Donate, Uppsala, pending. Okay, vermutlich muss er den annehmen. Das weiß ich gar nicht. Also, wir können mal eben wechseln. Wir können mal eben auf den wechseln. Auf den, da ist er. Auf den Avatar. Mal sehen, was da jetzt passiert ist. Okay, die Season ist da. Hat geendet. Aha, ui. Mensch, ich habe ein Schweineglück. Aber ich kann ihn auch ablehnen. Okay, aber ihr müsst, glaube ich, in meiner Fanslist sein. Alles klar, dann accepte ich den mal. Und wie gesagt, hier habe ich gerade noch so den Pass heute Morgen gegammt, sodass ich den auch umstellen kann hier auf den Gurdemskin. Denn der soll sein. Und dann, ja, hier habe ich heute Morgen noch alles angestoßen. Ihr seht das, wo es noch billig war. Denn ich habe einige Sachen natürlich noch zu bauen oder relativ mit dem 13er relativ wenig, aber hier habe ich auch noch mal zwei Bauarbeiter, glaube ich, heute losgeschickt, beziehungsweise den einen habe ich losgeschickt. Ich wollte aber, bevor ich jetzt überhaupt angreife, noch ein bisschen was forschen, denn ich habe immer noch zwei Forschungen offen hier. Und die wollte ich auch forschen. Das Dunkle brauche ich nach wie vor für Helden. Im Moment ist jetzt Liga. Ich habe kein Heldenbuch mehr. Und wir nehmen den für 310.000 hier, die Walküren. Nehmen wir nochmal für. Dann haben wir jetzt nur noch die Minions offen. Und, aber ich dürfte eigentlich kein Heldenbuch. Doch, ich hab doch noch ein Heldenbuch. Okay. Ich habe noch ein Heldenbuch, weil wir haben jetzt heute Ligastart. Ein Tag, 23 Stunden. Wir haben noch Platz, Leute. Wir haben noch Platz, sofern ich das weiß. Dann können wir das Pad hier. Wir müssen ja nur noch den hier machen. Den Oily. Nehmen wir den mal mit dem Buch, in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht irgendwann jetzt noch mal eins bekommen zum Kaufen. Denn es gibt, glaube ich, im Pass, ich muss mal gucken, ab wann es hier denn ein Buch gibt. Ein Heldenbuch, Heldenbuch, da oben, Helden, 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 Helden. Oh, kein Heldenbuch, kein Heldenbuch, kein Heldenbuch. Och komm, am Ende, toll. Naja, okay, müssen wir mit leben. Aber immerhin habe ich jetzt so dann alle Helden am Start zum Ligastart. Und ich weiß gar nicht, wir haben hier ein bisschen aufgestockt, Leute. Wir sind 34, kann ich gar nicht glauben. Toto ist der Einzige, der noch keine, doch, das ist auch immer sehr verwirrend. Saison hat ja auch angefangen. Muss ich also mal gucken. Der Oma will mich ja als Freund. Ich habe aber keine Freunde. Ich habe nur Gegner. Ich habe nur Gegner, und zwar hier in Clash of Clans beim Gegner suchen, beim fröhlichen Gegner suchen. Was brauchen wir denn eigentlich? Das Elex, jetzt wieder Mauer mit dem Elex machen, ist ja wieder sehr, sehr teuer. Aber wir wollen mal gucken, der sieht ganz gut aus. Was haben wir hier am Start? Oh, ich habe Luft am Start, okay. Ja, sagte er. Okay, ja, sagte er. Dann gehen wir mal hier rein. Nehmen wir mal den so ganz blank. Der war jetzt natürlich komplett ohne dass ich die Queen hier in Heilung nehme. Oh, ich habe Mauerbrecher. Okay. Auch Queenie. Ja, okay. Ist nicht so schlimm. Das kann dann der King später machen. Das kann dann der King später machen. Und aber vielleicht gibt es da doch noch irgendwo eine Lücke für meine Queen, wo sie denn reingehen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass sie da reingeht. Oh, das sieht aber noch, das sieht nicht so gut aus, Leute. So, mal sehen, ob der King hier ein bisschen reingeht. Oh, ich musste die Queen schon zünden, ne? Da musste ich meine Queen schon zünden. Da mache ich die eben mal unsichtbar. So, dann sind wir fast am Rathaus. Und, jetzt könnten die natürlich ein bisschen dusselig fliegen hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier drin habe, aber wir nehmen den mit. Ihn hier mit rein. Wo ist meine Queen? Die ist dabei. Okay. Und da müssen wir hier jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir die Meute hier in jedem Fall am Leben halten. Oh, Feger. Ist da der Feger doof? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Hier nochmal angehalten. Oh, das sieht gut aus. Jetzt im Moment bitte nicht. Das muss ich mal eben umdrehen. Aber ich glaube, es lässt sich nicht mehr aufhalten.
Doch, es lässt sich aufhalten, indem man einfach selber aufhört. Okay, tut mir leid, Leute, wenn ihr jetzt mein Telefon gehört habt. Ich rufe später zurück. Okay, da haben wir jetzt noch gleich ein. Oh, da haben wir noch einen King zu machen, auch mit Golem-Skin hier. Aber war gar nicht mal so schlecht. Die Armee passt mir eigentlich ganz gut. So ein bisschen Luft üben ist ja nicht mein Ding, Luft. Aber. Und Gift ist auch nicht mein Ding. Ich muss unbedingt einen Giftzauber mitnehmen, denke ich mal. Wir sollten diese Base aber trotzdem irgendwo schaffen, um damit den ersten Stern zu bekommen. Ich kann mal gerade auf dem Handy schon mal den Avatar laden. Denn der kann natürlich schon mal Truppen fordern. Ich darf nicht den Fehler machen und die Truppen jetzt vorher einfach so verspenden, weil ich habe den Pass. Man braucht 40 Punkte. Da müsst ihr immer aufpassen, also so wie ich aufpassen. Denn ich passe auch manchmal nicht auf und verspende dann einfach so. Und denke schon, ja, die Gamespende ist schon an. Ne, ist er noch gar nicht. Ist er noch gar nicht. Also den ersten Angriff hier im neuen Pass haben wir in jedem Fall gemacht. Im neuen Monat, also 1. Dezember 2021. Tolles Datum, würde ich sagen. 1.12.2021 sind nur 2 und 1 heute in jedem Fall dabei. Oh, was hat uns da gerade so durchgeleckt? Und damit haben wir immerhin dann schon mal einen hier gemacht. Unten haben wir auch schon so ein paar Sachen gemacht hier. Wir haben Mauerbrecher gespielt, okay. Und wir können Dunkeldorf nochmal machen. Wir können in jedem Fall Dunkeldorf nochmal machen. Und das ist ja eine. Oh, wieso habe ich denn. Ah, okay, ich muss das auch ein bisschen anders machen hier. Ich muss den mal rausnehmen und muss dafür mal ein Gift mit reinnehmen. Dann brauche ich nicht selber ein Gift machen. Den kann ich mir auch in jedem Fall spenden lassen. Perfekt. Hier unten habe ich heute meine Gems, glaube ich, auch ausgeräumt. Ihr seht, da kommt mal gerade so maximal einer raus. Und dann spielen wir das eben mal. Haben wir hier ein Spiel. Immer wieder gucken. Ich gucke auch manchmal nicht hin und muss einfach nur ein paar Clock Tower machen und mache dann einfach so ein bisschen was. Also will ich mal wieder ein bisschen eher den Pass haben. In der Regel hat man den Pass so nach gut 2 Wochen Spielzeit, außer man jammt ihn komplett durch. Da hinten ist die Uhr. Okay. Außer man spielt ihn, beziehungsweise man jammt ihn durch, dann hat man den natürlich etwas eher. Aber wir gehen hier mal, glaube ich, auch rein. Dann kommen wir auf jeden Fall, müssten wir zum Uhrenturm kommen, denke ich mal. Nicht, dass die Maschine da weitergeht Richtung den Truppen, macht es aber nicht. Wir bekommen den Uhrenturm, wir bekommen auch die meisterliche Bauarbeiterhütte oder meisterliche Hütte hier. Hört sich so an, als wenn ich schon länger kein Clash of Clans mehr gespielt habe. Ne, ist aber nicht so. Doch ist so. Mein Tablet ist unheimlich verstaubt gewesen heute Morgen. Da habe ich schon Bilder drauf gemalt. So zur Belustigung meiner selber. Weil ich es halt die ganze Zeit nicht angefasst habe. Muss ich mal so sagen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt hier fordern kann und muss. Jawohl. Kann ich in jedem Fall fordern. Und dann kann ich auch ein paar Truppen jetzt direkt wieder per Gems raushauen. Denn wir haben ja jetzt den zweiten reinbekommen. Also müsst ihr unbedingt dran denken, dass ihr 40 Punkte braucht, um hier die ein Gem Donation zu haben, also um die ein Juwelenspende zu haben. Denn mir ist es schon so oft passiert, dass ich das einfach so gemacht habe und plötzlich, ach, ich habe die Gemspende noch gar nicht. Ach, ich habe die Gemspende noch gar nicht. Okay, habe aber selber gefordert. Das Ganze werde ich jetzt auch mit dem Avatar machen. Ihr könnt mir nicht selber. Oh, ich habe ja jetzt schon reichlich Punkte hier. Wann gibt es denn eigentlich die ersten Rewards? Die ersten guten Rewards sind natürlich Trainingsboost. Okay, den Research Boost, den brauche ich jetzt nicht wirklich, aber ist nicht so schlimm. Aber den Bilder Boost kann ich natürlich sehr, sehr gut gebrauchen. Bigger Season Bank, ja, wie immer. Also der Pass sieht jetzt nicht großartig unverändert aus, beziehungsweise nicht großartig special. Ich gucke mal 15% Super Potion. Kommen wir hier am Ende noch auf 20% Boost. Jawohl, es gab, glaube ich, einmal 30% Boost. Ist aber schon ein paar Tage her. Hier gibt es noch eine dunkle Rune. Ah, normaler Pass. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Pass hier haltet. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Werbetrommel rühren, um hier vielleicht noch den einen oder anderen für die Liga zu mobilisieren. Ein Tag, 23 Stunden haben wir noch Zeit. Im letzten Pass, beziehungsweise in der letzten Liga dieses Jahres. Also, ich hoffe, die Folge über den letzten Pass
in welcher Form auch immer. Hat euch ganz gut gefallen. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich werde ja immer wieder was bringen. Bin ja jetzt sogar so ein bisschen wieder im Wochenturn drin. Mal sehen, ob ich nicht diese Woche noch ein zweites Video hinkriege und nicht vielleicht auch mal ein Livestream. Wäre ja mal ganz schick, ne? Also, bis dahin. Habt noch eine coole Woche. Euer Toto. Clasht.